Ja, Ja. YouTube. Euch hat die Thematik mit dem Thema BMW E36, die Information dazu und so weiter, hat euch sehr gefallen. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass man einfach ein weiteres Video macht zum nächsten Fahrzeug. Und in diesem Fall ist das nächste Fahrzeug natürlich der BMW E46, das heißt die Nachfolgegeneration vom BMW E36. In dem Fall ist der E46 die dritte Generation und ist im März 98 auf den Markt gekommen und hat da quasi die Vorgängerbaureihe abgelöst. Momentan bzw. aktuell sind sie relativ erschwinglich, das heißt, man bekommt ab 1500 bis 2000 Euro schon in der Zwischenzeit doch was Brauchbares. Natürlich mit ein bisschen Kilometer und natürlich nicht mit der Vollausstattung, das ist aber auch keine Schande, finde ich, als Fahranfängerauto oder als Alltagsauto Daily ist ein E46 ein mehr als gutes Auto. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, wir nehmen jetzt das Auto und wir zeigen euch einfach, was hat sich geändert, was ist besser, was ist schlechter. Leider hat man beim E46 doch nicht alles ausgemerzt, was vom E36 kam. Zum Beispiel das Thema Rost ist leider auch beim E36 noch eine Thematik und da möchte ich einfach auch drauf eingehen. Ich würde sagen, wir machen einfach drei Videoteile. Videoteil 1, wir fahren mit dem Auto eine Runde, wir sprechen drüber, Thematik, wie fährt es sich, was kostet es, was gibt es für Motoren, welche Motoren machen Sinn und einfach auch ein paar Kleinigkeiten zum Thema Tuning, zum Thema, was kann ich ändern. Was macht Sinn? Sind die Teile bezahlbar? Etc. Im Video 2 würde ich sagen, gehen wir auf die Schwachstellen ein. Ich habe es gerade bereits angesprochen. Wir haben das Thema mit dem Rost. Es hat sich bei vielen leider nicht geändert. Wir haben ein bisschen Thematik mit der Vorderachse. Wir haben bei den Dieselmotoren etwas Probleme mit Pumpe und Turbolader. Und da würde ich einfach im Einzelnen dann noch genauer drauf eingehen, aufs Fahrzeug. Und im Teil 3. Im Teil 3 würde ich sagen, da gehen wir einfach mal auf die Ausstattung. Was gibt es für Ausstattungen? Es gibt auch bei diesem Fahrzeug bereits schon wie im E36 auch das Thema mit dem M-Paket. Was haben wir für Innenausstattung? Wir haben Leder, wir haben Navi, wir haben elektronisch verstellbare Sitze, wir haben Schiebedach, wir haben Einparkhilfe etc. Dass wir da einfach mal die Punkte durchgehen, die die Fahrzeuge haben und dann vielleicht auch mal auf dem Markt zu so schauen, was gibt es denn gerade aktuell, wo liegen die Fahrzeuge, welche Fahrzeuge machen Sinn. Meiner Meinung nach ist es so, wenn jemand ein preiswertes Fahrzeug sucht, das standfest ist, bis 3000 Euro, sage ich mal ganz vorsichtig, da ist man mit diesem Fahrzeug gut angezogen, weil die Benziner Sechszylinder, wenn die ihr Öl haben, ihr Wasser haben, machen die im Normalfall keine Probleme. Ja? Aber da kommen wir einfach im Video drauf. Ich würde sagen, jetzt ist gut für heute. Im Video Teil 1 E46 folgt dann die Thematik. Wir fahren eine Runde, wir sprechen drüber. Was können die Autos? Und dann sehen wir uns dann. Ja, bis bald und ich freue mich auf euch. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Video und wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag. Bis demnächst. Ciao.